Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Ja, zur heutigen Partie 1. FFC Turbine Potsdam gegen den 1. FFC Frankfurt. Der Endstand 1:1. Ich begrüße zu meiner Linken den Trainer von Frankfurt, Herrn Nico Arnautis, und zu meiner Rechten Matthias Rudolf, Cheftrainer von Turbine Potsdam. Ich bitte wie immer unseren Gästetrainer um ein Statement zum heutigen Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ein Statement. Ich glaube, dass wir über weite Strecken alle ein gutes Fußballspiel gesehen haben mit Tempo. Ich weiß jetzt nicht, ob das erste Tor abseits war oder nicht. Habe ich nicht nochmal sehen können. Ich meine, es war knapp abseits, aber das ist dann halt. Nee? Nee? Noch keiner? Nee. Die haben gesagt, ja, aber. Ja, ich habe nicht gesehen. Ist auch. Fakt ist, wir sind dann gut zurückgekommen, haben ein tolles Tor erzielt. Ich bin der Meinung, dass wir in der ersten Halbzeit vom Ballbesitz, ich habe da auch keine Statistik, aber gefühlt hatten wir ein bisschen mehr vom Spiel, auch wenn Potsdam natürlich jetzt weniger über Ballbesitz kommt, sondern mehr über Umschaltspiele, sodass es vielleicht auch normal ist. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach das etwas aktivere Team. Deswegen denke ich, war das 1:1 vollkommen in Ordnung, dass wir das dann noch erzielt hatten. In der zweiten Halbzeit war es so, dass wir uns gegen Ende vor allem ein bisschen zu weit hinten reindrücken haben lassen. Und da war Potsdam aktiver, hatte mehr vom Spiel, hatte ein paar gefährliche Aktionen. Aber die vielen hundertprozentigen Chancen hatten die jetzt auch nicht gehabt. Wir waren auch immer wieder gefährlich mit Nadelstichen, mit Kontersituationen, wo wir es vielleicht auch am Ende ein bisschen besser ausspielen müssen, um dann ein Tor zu erzielen. Aber ich glaube, über weite Strecken hat meine Mannschaft ein tolles Spiel gezeigt hier, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, gerade auch in puncto Aggressivität gegen die Potsdamer Mannschaft, weil das schon enorm stark ist, was sie da machen, und das Tempo nach vorne. Wir haben gut dagegen gehalten, haben leidenschaftlich, glaube ich, für den Punkt auch alles gegeben, haben darüber hinaus auch Phasen gehabt, wie ich bereits erwähnt habe, wo wir auch einen tollen Ball gespielt haben, gute Situationen hatten, und ich glaube, insgesamt geht der Punkt auch in Ordnung für beide Teams. Bin ich auch zufrieden. Vielen Dank. Matthias Rudolf, bitteschön. Wir sind natürlich enttäuscht über das 1:1, ganz klar. Wir wollten eigentlich unbedingt gewinnen. Wir wussten, dass Frankfurt sehr aggressiv ist, dass sie vorne drauf gehen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir auch gesehen, in den ersten Minuten haben wir auch versucht, das immer aufzulösen, haben wir auch oft geschafft. Klar hatte da Frankfurt mehr den Ballbesitz, aber wir wollten natürlich über unser Umschaltspiel kommen. Wir wussten, dass Frankfurt ziemlich hoch steht. Meines Erachtens war es ein klarer Elfmeter, aber können wir auch weglassen, weil danach ist ja auch im Prinzip auch das 1:0 gefallen. Dann haben wir eben da leider verpasst, mit drei großen Möglichkeiten eben das 2:0 zu machen und eigentlich schon mal so eine kleine Vorentscheidung hervorzuführen. Das ist uns eben nicht gelungen, aber da haben wir eigentlich relativ gut gespielt, immer wieder schnell in die Tiefe, auch mit längeren Bällen, um über die Abwehr hinwegzukommen, um dann unsere schnellen Leute ins Spiel zu bringen. Das hat gut funktioniert. Dann kriegen wir das 1:1, dann verlieren wir einfach so ein bisschen den Faden, weil wir auch irgendwie, das hat man irgendwie auch für mich eben auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, wir standen eben unter Druck und müssen ja eigentlich auch gewinnen, um in der Tabelle oben dran zu sein. Und irgendwo haben wir da so ein kleines, weiß ich auch nicht, mentales Problem, um einfach weiter in die Tiefe zu spielen, so wie wir es machen wollten, so wie wir es auch im Training immer wieder geübt haben. Das hat uns gefehlt. Wir hatten zwar in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz, aber sind einfach nicht mehr richtig in die Tiefe gekommen. Und wenn wir dann außen durch waren, wir waren ja einige Male außen durch und haben gefährliche Eingaben gebracht, dann war der Strafraum eben schlecht besetzt, dass wir eben dann nicht das verwerten konnten. Im Großen und Ganzen war, bin ich auch der Meinung, dass es ein intensives Spiel war. Frankfurt hat sehr, sehr gut dagegen gehalten, hat alles in die Waagschale geworfen. Aber für uns natürlich das 1:1 zu wenig. Ja, vielen Dank, Matthias Rudolf. Meine Damen und Herren, wie immer, jetzt haben Sie die Möglichkeit, hier noch die eine oder andere Frage loszuwerden. Bitte schön.
Wenn das nicht der Fall ist, will ich es auch nicht in die Länge ziehen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag. Vielen Dank für Ihr Kommen am heutigen Tage. Und ich hoffe, wir sehen uns am 12. November gegen den FC Bayern München genauso zahlreich wieder. Unseren Gästen wünsche ich eine gute Heimfahrt. Alles Gute für die weitere Saison. Und Ihnen natürlich einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.